Mist, jetzt ist das hier kaputt gegangen. Na, dann muss ich das wahrscheinlich wegschmeißen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und mein Bandsägeblatt, weil es durchgerissen ist. Das kann schon mal passieren. Das Gute ist, wir müssen das jetzt nicht wegschmeißen, sondern wir können etwas ganz, ganz super Cooles daraus bauen, was super schnell geht und was vor allen Dingen auch jeder braucht. Also, bevor ich jetzt niesen muss, los geht's. Auf unser Multiplex wollen wir jetzt einen Halbkreis zeichnen. Und dafür bauen wir uns einfach einen ganz, ganz einfachen Zirkel. Mir ist natürlich direkt mal das Lineal runtergefallen. Als erstes zeichnen wir uns den Drehpunkt an und dann den Punkt, wo wir sozusagen die Linie zeichnen wollen. Ich mache das immer mittig auf dem Stab, so wichtig ist das eigentlich nicht. Und wir markieren noch einen zweiten Punkt, denn wir wollen zwei Halbkreise zeichnen. Wir bohren die Löcher dann einfach vor. Das hier ist später für die Schraube, damit wir das Ganze sozusagen um einen Punkt drehen können. Und in die anderen beiden Löcher kommt dann gleich der Bleistift zum Anzeichnen. Schrauben jetzt den Zirkel einfach fest. Meiner ist tatsächlich hier ein bisschen lose, aber für das, was wir machen wollen, reicht das völlig aus. Bleistift rein und los geht's. Die zweite Linie auch noch eben zeichnen. Ups. Oh, ein bisschen verwackelt. Da sind ein paar Unreinheiten im Multiplex. Die Linie habe ich oben, sieht man auch nochmal korrigiert. Und dann schneiden wir zuallererst mal grob alles in Form. Ich bin ganz ehrlich, man hätte den Halbkreis etwas besser auf dem Multiplex positionieren können. Aber es sind so gesehen eh Reste, insofern ist es verkraftbar. Dann schmeißen wir die Bandsäge an und sägen los. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jedes Mal, wenn ich mit der Bandsäge anfange zu arbeiten, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe immer dieses Vorschubtempo, ähnlich wie bei der Tischkreissäge, also man relativ schnell und stark drückt. Bei der Bandsäge ist das irgendwie nicht ganz so richtig und wir sehen auch gleich warum. Ich schneide jetzt hier erstmal den inneren Halbkreis aus. Bin erst relativ langsam dabei, aber es gibt eine Stelle, die sieht man später noch, da war ich ein bisschen zu fix unterwegs. Also irgendwie muss ich mich da mal erst rantasten. Beim zweiten Schnitt geht das dann schon viel besser. Ich habe mein Tempo gefunden und ich finde, das ist einfach normal. Also irgendwie muss man sich manchmal so ein bisschen eingrooven. Zack, einmal abgeschnitten, da ist unser Halbkreis. Wir haben jetzt Multiplex genommen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja einen Bogen und wir sehen, der ist auch relativ stabil. Wenn wir jetzt den Bogen sozusagen hier aus Massivholz machen, dann sehen wir, dass wir zumindest hier oben schöne lange Maserung haben. Aber hier an den Seiten wird es schon relativ kurz. Und je mehr sich sozusagen unser Bogen neigt, umso schmaler werden die langen Fasern, die wir haben. Das heißt, es neigt dazu, dass es leichter bricht. Das Gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn wir sozusagen einen Bogen so rum aus dem Holz schneiden. So hätten wir wirklich nur hier lange Maserungen und dann hier oben immer relativ kurze. Das heißt, wenn wir so einen Bogen haben wollen, der relativ stabil sein soll, dann macht Multiplex viel Sinn, weil wir ja immer verschiedene Lagen haben, die immer zueinander gedreht, übereinander geklebt sind. Da sehen wir jetzt, wie ich diese Unreinheit so ein bisschen wegschleife. Da habe ich mit der Bandsäge einfach ein bisschen reingehackt. Allgemein sieht man, dass sozusagen wir auch relativ viel Ausriss haben. Das liegt einfach daran, dass wir ein Bandsägeblatt für Massivholz haben. Wir schleifen das Ganze einfach, dann sieht das schon gleich viel besser aus. Das geht auch ruckzuck. Jetzt zeichnen wir uns noch etwas an. Und zwar brauchen wir hier später eine Bohrung. Da wollen wir etwas befestigen. Einmal kurz markieren. Die Mitte mache ich jetzt hier Pi mal Auge. Das passt schon halbwegs. Dann fräsen wir da eine schöne Rundung dran. Das Teil hätte man eher zum Frästisch bringen können, glaube ich. Allerdings hatte ich die Fräse schon eingestellt. Insofern musste ich das so ein bisschen abenteuerlich festmachen. Es geht aber erstaunlich gut. Man kann die Fräse halbwegs sicher führen und vor allen Dingen schön an den Enden stoppen. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Detail, dass man da die Kante nicht auch noch rund macht, sondern dass es sozusagen rund ausläuft. Da muss ich nochmal ran, bisschen noch stehen geblieben. So, fein. Für den nächsten Arbeitsschritt brauchen wir eine Schnittfuge, die genauso breit ist wie unser Bandsägeblatt. Wir können das Bandsägeblatt aber nicht mehr nehmen, es ist ja kaputt. Zum Glück habe ich ungefähr alle Japansägen zur Auswahl, bei der hier passt's. Jetzt pieksen wir uns noch einmal die Löcher vor, die wir vorhin markiert haben. Wir wollen gleich auch noch sägen und wie immer mache ich so, dass ich erst bohre und dann säge, weil dann sozusagen in der Sägefuge nichts ausbrechen kann. Jetzt zeichnen wir uns noch die Mitte vom Multiplex an. Da wollen wir jetzt gleich mit der Säge, die wir ausgesucht haben, einmal den Schlitz sägen. Einfach einmal rein.
Jetzt sieht man auch, warum wir sozusagen erst gebohrt haben, weil wir jetzt sozusagen in die Bohrung reinsägen. Das macht mehr Sinn, als es andersrum zu machen. Und dann müssen wir jetzt einmal gucken, wir haben hier das Bandsägeblatt und das müssen wir natürlich noch kürzen, denn wir wollen das hier einbauen. Ich markiere mir das einfach einmal ganz kurz, so dass hinten und vorne am Ende nichts übersteht. Dann ab zur Flex, einmal abflexen, auch ein bisschen noch ins Holz rein. Dann körnen wir uns noch die Löcher vor, wo wir später dann einmal durch das Sägeblatt durchbohren wollen. Und dann geht es auch schon ab zur Bohrmaschine. Wir wollen jetzt hier das Loch reinbohren. Ich weiß nicht genau, wie ich das befestigen soll. Deswegen erkläre ich euch jetzt einen kleinen Trick. Wenn der Bohrer das Teil greift, dann ist das super gefährlich, weil die Zähne immer noch sauscharf sind. Das Sägeblatt ist ja nur kaputt gegangen, nicht stumpf. Was also dann passieren würde, es wäre also hier am Bohrpunkt und würde kaboom, hier in den Anschlag schlagen. Das ist nicht schlecht, damit können wir erstmal leben. Wichtig ist nur, dass wir es halt nicht so und auch nicht so, sondern wenn überhaupt so festhalten, dass es unter unseren Fingern einfach wegrutscht und wir nicht Gefahr haben, in die Zähne zu greifen. Aber ich sage es trotzdem, es gibt sicher einen besseren Weg, dieses Teil festzumachen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch ein Stück Holz hier drauf spannen, wo ich schon dabei bin. Aber wir bohren das Loch jetzt so. Langsam und vorsichtig. Bei der zweiten Bohrung liegt das Teil jetzt andersrum, deswegen spanne ich mir das hinten noch einmal fest, so kann es sich nicht wegdrehen und dieses dünne Metall lässt sich auch wirklich wunderbar bohren. Ah, jetzt können wir zusammenbauen. Nein, 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 Moment, die Zähne sind noch dreckig, die müssen wir erstmal sauber machen. Ballistol Harzreiniger ist da ganz wunderbar und man sieht, das reagiert extrem schnell. Einmal abwischen, tippitoppi sauber, wie neu. Ballistol als Harzlöser ist wirklich ein unglaublich geiles Zeug. Es funktioniert richtig, richtig gut. Also ich glaube, so kurz mussten wir es noch nie einwirken lassen. Aber do not eat. Das Zeug sollt ihr nicht essen. Nicht, dass es noch den Harz in eurem Bauch löst. Also ich habe das jetzt noch mal ziemlich lang abgewaschen. Streng genommen haben wir es auch einmal in den Geschirrspüler gelegt. Das sollte schon sein. Weil wir will. Oh, ich habe wohl auch schon ein bisschen Ballistol gegessen. Also macht das sauber. Ihr sollt das nicht essen. Aber das ist clean. Jetzt können wir das Ganze auch zusammenbauen. Erst eine Seite einhängen. Zack. Und dann die Säge etwas auf Spannung bringen, sodass das Blatt auch gleich gespannt ist. Da ist die zweite Schraube etwas schwieriger. Drin ist sie. Ich habe jetzt hier Messingteile genommen. Wir machen unser Brotmesser tatsächlich immer mit einem Tuch sauber. Wenn ihr vorhabt, das in Geschirrspüler zu packen oder sonst was, dann ist Messing vielleicht nicht die richtige Wahl und Multiplex unbehandelt wahrscheinlich auch nicht. Also baut es so, dass es euren Ansprüchen entspricht. Arr, gebt mir einen fetten Balken! Nee, Moment mal. Das ist überhaupt nicht für Balken gedacht. Das ist natürlich für Brötchen. Das ist ein Brötchenmesser und ein wunderbares, denn es ist super schnell gebaut, wirklich ganz, ganz einfach. Und aus einem Sägeblatt könnt ihr natürlich viel mehr als nur ein Brotmesser bauen. Also vielleicht die perfekte Idee für Geschenke. Nur mal so im Hinterkopf behalten. Wir wollen jetzt erstmal ein Brötchen durchsägen. Los geht's. So, oh. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so salzige Brötchen. Das sind die allergeilsten, die es gibt. Da braucht man gar keinen Belag. Aber selbst wenn, egal ob süß oder herzhaft, was war das? Das war aus dem Schrank gefallen. Es schmeckt einfach wunderbar. Also, das funktioniert super. Theoretisch könnt ihr wahrscheinlich sogar auch eine Bügelsäge daraus bauen. Aber als Brotmesser finde ich es irgendwie cooler. Baut das nach, sägt euch nicht in die Hand. Und probiert mal ein salziges Brötchen und schreibt mir gern, wie ihr es findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Mm. Oh. Tschüss.